Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hier zeige ich euch, wie ihr ein Firmware-Update auf eure ActionCam SJ4000 vornehmt. Unter dem Video findet ihr die Links. Der eine führt zum Download der stets aktuellsten Firmware, der andere führt zum Blog rund um die SJ4000. So, hier haben wir einmal meine Cam. Die ist schon an. Da sehen wir, ich hoffe, ihr könnt es auch sehen, das ist die Firmware vom April. Einmal kurz ein Foto geschossen. So, nun möchte ich aber die neue Firmware drauf haben. Da muss ich zunächst erstmal die Karte rausnehmen. Erstmal ausmachen. Karte entnehmen. In den Adapter rein. Zack. Nun lade ich mir die neueste Firmware runter. Die habe ich hier. Den Link von dieser Seite kriegt ihr noch. Hier sind zwei. Ihr müsst mal schauen, welche ihr braucht. Dazu gebe ich euch auch noch den Link, wie ihr herausfinden könnt, welche ihr habt. Ich brauche die hier. Zack. Und es ist runtergeladen. Da ist sie schon. Die unverändert so lassen, wie sie ist, nicht den Namen verändern. Genauso muss sie bleiben. Die hier ziehe ich dann auf meine Karte. Alles, was auf der Karte ist, müsst ihr vorher löschen. Wenn das so ist, entnehmt ihr wieder die Karte. Steckt sie in den Kartenslot der Cam. Zack. Und schaltet die Cam ein. Ihr seht, die Cam leuchtet hier an der Seite, mehr nicht. Das Display bleibt schwarz. So bleibt es auch für ca. 15 bis 30 Sekunden. Das heißt, die Firmware wird installiert. Sollte gleich angehen. Zack. So, schauen wir mal. Alles auf Englisch, also alle Einstellungen sind wieder auf Standard. Da haben wir die ja schon, die Version. Das ist die Version vom Mai. Was ihr noch machen müsst, ist die Datei von der Karte löschen, damit sich nicht immer wieder bei Neustart der Kamera alles wiederholt, also die Installation. Formatieren. Okay. Alles formatiert. Einfach eure Einstellungen vornehmen, die ihr haben möchtet. Kann es auch schon wieder losgehen. Das war's auch schon von mir. Ciao.